Hallo und willkommen zum dieswöchigen Wild Spirits News. Ich bin Sibylle und heute geht es darum, ein wunderschönes 2021 zu gestalten. Also als erstes, ein frohes neues Jahr. Und können wir gerade mal sagen, wir sind ja alle so froh, dass wir das 2020 abgeschlossen haben, oder? Also die meisten von uns sind es. Es war so ein herausforderndes und merkwürdiges Jahr in so vielerlei Hinsicht, dass viele sehr froh sind, dass es jetzt vorbei ist. Im ersten Teil vor zwei Wochen, also diese Serie hat zwei Teile, das ist der zweite Teil heute. Im ersten Teil vor zwei Wochen ging es darum, das Jahr 2020 abzuschließen. Das war ein Riesenjob, weil, wie gesagt, es so ein merkwürdiges und herausforderndes Jahr war. Es kann jetzt sein, dass du versucht bist zu sagen, ja, also 2020, das will ich nur loswerden, hinter mich lassen und vergessen. Es ist aber nicht so einfach, weil Gefühle, die du nicht verarbeitest, kommen öfters mal zurück und beißen dich genau dann, wenn du es am wenigsten brauchst. Deswegen würde ich dich wirklich dazu anregen, wenn du es noch nicht gemacht hast, der Link ist in der Beschreibung unten, geh zu diesem ersten Teil zu dem Video und mach diesen Jahresrückblick, den Abschluss von 2020. Und dann bist du bereit für das neue Jahr. Deine heutige Mission ist es, dich für ein wunderschönes 2021 vorzubereiten. Aufgabe Nummer 1 heißt, was Erfolg für dich bedeutet. Ich habe in der letzten Episode schon gesagt, dass Erfolg oder Errungenschaften nicht unbedingt heißen müssen, dass du weltlichen Erfolg hast, Geld oder sowas oder im Job. Wenn du mit psychischen Problemen kämpfst oder mit Gesundheitsproblemen oder überhaupt mit irgendwas kämpfst, Beziehungsproblemen, das ist schon allein eine Errungenschaft, das ist auch ein Erfolg. Und es ist wichtig, dass wir das auch anerkennen. Wir haben alle unterschiedliche Herausforderungen im Leben, ein unterschiedliches Leben. Und deshalb ist es so wichtig, dass du zu deiner eigenen Definition von Erfolg oder Errungenschaft kommst, die nicht davon abhängig ist, was dir die Welt oder die Gesellschaft sagt, was Erfolg sein sollte oder wie es aussehen sollte, sondern die dem entspricht, was dir persönlich wichtig ist. Deswegen ist deine erste Aufgabe heute, dass du dir was zum Schreiben nimmst und dir aufschreibst, so im Hinblick auf 2021, welche Erfolge und was du gerne erreichen möchtest im Jahr 2021. Noch einmal, das kann einfach sein, dass du dich erholst von einer Krankheit, psychisch oder physisch, oder dass es dir wieder besser geht. Es kann aber auch ein weltlicher Erfolg sein, das möchte ich jetzt auch dazu sagen. Wenn du nach Geld oder materiellem Erfolg strebst, ist es nichts Schlechtes. Es ist also Überfluss zu generieren, ist was Fantastisches, wunderschön. Ich sage nur, dass das nicht die einzige Art von Erfolg ist. Darauf wollte ich hinweisen. Aber das kann durchaus auch auf deiner Liste stehen. Das ist die Aufgabe 1. Aufgabe Nummer 2 ist ein wunderschönes 2021. So, jetzt ist Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen. Jetzt schreibst du auf, was genau du im Jahr 2021 wirklich für dich erreichen möchtest. Diese Dinge, die für dich Erfolg bedeuten. Ja? Alles, was du für dieses Jahr geplant hast. Und schreib es bitte konkret auf. Also, mehr Geld ist nicht gut genug. Da solltest du aufschreiben, einen bestimmten Betrag, den du dieses Jahr verdienen oder machen möchtest. Ja? Also einen konkreten Betrag. Im zweiten Schritt schreibst du auf die ersten Schritte, die du unternehmen musst, um diese neuen Ziele zu erreichen. Weil es können ja Ziele in allen Bereichen deines Lebens sein. Wie gesagt, Erfolg, Finanzen, Gesundheit, Beziehungen, du selber, Selbstfürsorge. Es kann alles Mögliche sein. Hoffentlich auch in deinen Leidenschaften natürlich. Und für jedes dieser gesteckten Ziele, für jedes dieser Dinge, die du erreichen möchtest, dieser Errungenschaften, schreibst du die ersten paar Schritte auf. Es ist jetzt nicht nötig, das ganze Ding auszuplanen. Das ist sogar meistens gar nicht möglich oder nicht besonders effektiv. Die ersten 1, 2, 3 Schritte, die du unternehmen musst auf dem Weg dahin. Zum Beispiel, wenn dein Ziel ist, also wenn eine deiner Errungenschaften ist, dass du mit psychischen Problemen umgehst, dann hast du wahrscheinlich schon ziemlich viele Strategien, um damit umzugehen. Schreib die auf. Was sind deine Strategien? Was ist dein Unterstützungsnetzwerk, dein Supportsystem. Schreib das alles auf und stell ganz sicher, dass das immer da ist in deinem Leben. Schaff genug Raum und Zeit dafür, weil das ist wichtig. Das bist du wert, das ist wichtig. Wenn es ein materieller Erfolg ist, den du anstrebst, dann schreib die ersten paar Schritte auf, die du unternehmen musst, um zu diesem Ziel zu gelangen in dem Jahr. Also was immer es ist, schreib es auf und mach es konkret, die ersten paar Schritte. Und der dritte Schritt im Prozess ist, dass du den allerersten dieser Schritte für jedes einzelne dieser Ziele in verschiedenen Lebensbereichen, den ersten Schritt dir vornimmst, wann du ihn machst. Schreib dir genau auf, an welchem Tag
Schreib es in deinen Kalender, wann du welchen Schritt machst. Aber nur den ersten. Wie gesagt, plan jetzt nicht das ganze Jahr aus oder die nächsten paar Monate. Das sind nur die nächsten paar Tage oder vielleicht Woche, wo du drauf einschreibst in deinen Kalender, an welchem Tag du was machst und wann. Und das war die Aufgabe 2. Und dann schau mal, was passiert mit deinem Jahr 2021. Und das bringt mich zu Schritt Nummer 2. Das ist, lass es mich wissen, wie üblich. Antworte auf die E-Mail, mit der du den Link zum Video bekommen hast und sag mir, wie es dir damit geht mit der Planung. Tust du dir schwer damit oder planst du oft? Was sind denn deine Pläne? Wenn du es verraten möchtest, ich würde es fürchterlich gerne hören und natürlich antworte ich auf jede E-Mail, das verspreche ich. Wenn du den Link zu diesem Video nicht in einer E-Mail bekommen hast, heißt es, dass du noch nicht Teil der Gemeinschaft der Linden Geister bist und auf jeden Fall zu uns kommen musst. Geh auf wildspiritscoaching.com/de und fülle da das kleine Formular aus. Du bekommst eine E-Mail in der Woche, ist also 100% spamfrei. Du erhältst zusätzliche Artikel und Informationen und Empfehlungen von Büchern und anderen Ressourcen und manchmal erhältst du exklusive Angebote, die nur für meine Abonnenten sind, die niemand sonst je zu Gesicht bekommt. Also, geh auf wildspiritscoaching.com/de und melde dich an. Du kannst auch Wild Spirits Coaching googeln, das bringt dich auch auf meine Webseite. Danke fürs Zusehen!